ich hoffe, euch hat mein kurzes musikalisches Einspiel gefallen. Also ihr seht schon, es handelt sich um diese Boxen. Das sind die Harman Kardon Soundspeaker 3. Die sind eigentlich sehr bekannt. Also wer die noch nie irgendwo gesehen hat, ist selbst schuld. Die haben auch einen einwandfreien Sound. Habt ihr ja gehört. Ich habe bei einem Einschnitt tatsächlich ein Mikrofon genommen. Und euch zu zeigen, wie bassintensiv er es wiedergeben kann. Klar, ich habe den Bass noch etwas hochgedreht und etwas verspitzt, dass ihr das wirklich alle auch perfekt hören könnt, auch wenn ihr jetzt nicht solche supergeilen Lautsprecher habt. Naja, und normalerweise würde ich über so ein Nebenelement, also einfach über Boxen für einen Computer, würde ich normalerweise kein Unboxing und kein Review machen. Aber das sind jetzt halt keine normalen, das sind die geilsten Dinger überhaupt, gell? Und darum mache ich das jetzt halt so, wie ich es jetzt hier gerade mache. Ich habe die dieses Jahr, wir haben ja gestern Weihnachten gehabt, oder wenn ihr das Video seht, dann war es schon vorgestern höchstwahrscheinlich. Und wer es noch viel später sieht, es handelt sich um das Weihnachten 2015 am 24. Dezember, weil es vielleicht ändert sich das Datum noch irgendwann. Und an der Stelle würde ich mich jetzt nochmal bei meinem Vater bedanken, der die mir dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt hat. Vielen Dank. Die Boxen sind ausgestattet mit einem 3,5 mm Klinkestecker, um den Ton einzuspeisen. Die kleinen Boxen werden von Subwoofer aus mit Cinch, die linke Box, und die rechte Steuerungsbox, die diese kleinen lauter und leiser Wippen hat, oder eher nicht Wippen, genau genommen sind es Touch-Knöpfe, wird über diesen Anschluss da angelegt. Dann hat das gute Ding natürlich noch einen Ein- und Ausschalter, hätte ich jetzt fast vergessen. Das ist aber auch zugleich der Drehregler für den Subwoofer. Aber am nicesten fand ich ja eigentlich, dass die Anschlüsse so als Kabel kurz herausgelegt sind. Optimal zum Verstauen? Bei mir noch nicht ganz optimal. Ich muss mir ja generell noch Gedanken machen, wie ich den hier genau hinstelle. Ich möchte den Subwoofer ungern auf den Boden stellen, weil es sieht halt total nice aus. Ebenso wie die kleinen Boxen. Problem ist nur, die Kabel sind zu kurz, dass ich ein Kabel unter den Tisch langführen kann. Darum gehen bei mir momentan alle Kabel über den Tisch. Da werde ich vermutlich am Montag in Mediamarkt gehen und mir ein Cinch-Verlängerungskabel holen. Und den Subwoofer halt scheinbar rechts vom Tisch und die Steuerbox gleich daneben. Ich denke, dass ich es so machen werde. Zu den Kabeln. Ihr seht, die sind wirklich hochwertig verarbeitet. Echt nice sehen die auch noch dazu aus. Also die erinnern von Design gleich wieder an die Boxen. Da haben sie wirklich keinen kurzen Prozess gemacht und fühlen sich auch sehr hochwertig an. Ne? Also sie lassen sich zwar neigen, sind sehr... Sonst hauptsächlich ist es natürlich bei diesen Boxen vorwiegend das Design ein Augenspiel. Dadurch, dass sie transparent sind und man alle Bauteile sehen kann. Bei einem Subwoofer ist es am allerinteressantesten die Form, die Struktur da drin. Man kann auch hinten das Board sehen. Was haltet ihr von dieser Art, wie ich es heute euch mal präsentiert habe? Schreibt es einfach in die Comments. Natürlich ein Daumen nett oder Abo, wenn ihr noch nicht habt. Aber wohl eher ist es... Ach, scheiß drauf, ist es ein Daumen nach oben wert? Daumen nach unten gibt's nicht, klar? So. Damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch schöne Feiertage. Tschüss.